Als Vierter laufe ich jetzt das Risiko, das zu wiederholen, was schon gesagt worden ist. Die Arbeitsgruppe 3 hat aus einer anderen Perspektive durchaus ähnliche Ergebnisse erzielt, was niemand verwundern sollte. Insofern, Minister Gabriel und Frau Klatt und Herr Preuß, kann ich auf dem aufbauen. Ich möchte vielleicht einen Gedanken aufnehmen, den Herr Preuß eben angesprochen hat. Er sprach von dem Ökosystem. Und da ist ja was dran. Vielleicht sollten wir uns noch mal vor Augen halten, dass der Börsengang gar nicht am Anfang des Geschehens steht, sondern dass zunächst einmal der Ideengeber privates Geld ansammelt, Familie und Freunde. Das funktioniert aus unserer Sicht immer besser. Auch der nächste Schritt ist in Deutschland inzwischen, glaube ich, sehr etabliert. Nämlich wir verfügen über ein sehr weitgehendes Netz von regionalen Förderinstituten. Ich betone regionalen Förderinstituten, weil damit auch eine gewisse Nähe zu den Startups gegeben ist. Ich glaube, Sie sprachen von Berlin. Gott sei Dank ist es nicht nur Berlin. Es gibt gute Konkurrenz. Frankfurt rühmt sich mit den Fintechs, gerade im Healthcare-Sektor und in Hamburg und Düsseldorf und München behauptet man, dass sie die Nase vorn haben. Wie auch immer. Es gibt hier eine gute Bewegung und mit Sicherheit wird sie durch diese regionalen Förderinstitutionen sehr gestützt. Hier ist im Übrigen auch eine enge Begleitung durch die Banken sehr hilfreich. Sie bauen die Brücke zwischen den Ideengebern, die Kapital nachsuchen, und zwischen diesen Förderinstitutionen. Denn die Banken können zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Krediten zur Seite stehen. Startups sind in der Regel nicht kreditfähig, denn wir haben die Aufgabe, hier zu ermitteln, wie Kredite zurückgezahlt werden. Diese Startups sind in einer Phase, wo sie keinen Cashflow generieren, um Kredite zurückzuzahlen. Die Unternehmen können mit Hilfe dieser Förderinstitution und auch mit einer noch begrenzten, aber durchaus wachsenden Zahl von privaten Kapitalgebern, ich denke an die Family Offices, die sich diesem Thema sehr nähern, allerdings ohne sehr intensive Begleitung durch institutionelle Investoren, auch in der nächsten Wachstumsphase durchaus noch aktiv bewegen. Und das ist notwendig, damit sie dann auch die Größe erlangen, die einen Börsengang für Investoren und für die Betreiber der Börse interessant machen. Insofern ist hier eine Menge passiert, noch nicht genug, wie wir mal sagen, insbesondere auf der institutionellen Ebene würden wir vor dem Börsengang es begrüßen, wenn eine höhere Risikobereitschaft vorhanden wäre. Was den Börsengang per se angeht, haben Sie eigentlich schon alles Wesentliche gehört. Ich möchte noch mal auf zwei, drei Aspekte eingehen, weil sie für uns wichtig sind. Und hier können wir auch sagen, dass während wir das Ganze noch mal analysiert haben, schon Bewegung in diesen Themen drin ist. Das Prospektregime, so haben wir es genannt, wird auch mit Einsatz der Bundesregierung zurzeit überprüft, um das zu tun, was eigentlich sehr schnell erkennbar wird, nämlich eine investorengerechte Berichterstattung zu erlauben. Das heißt, derjenige, der sich nur für die institutionellen Investoren fit machen will, der muss nicht die gleiche Detailliertheit aufweisen, wie das, was man kleinen Anlegern gerne dann auch mitbringen würde. Es geht also nicht darum, etwas zu verheimlichen, sondern nur investorengerechtere Informationsgestaltung durchzuführen, die Bürokratie für einige dann zumindest reduziert und damit auch die Kosten eines Börsenganges erträglicher gestaltet. Die BaFin hat auch bereits verkündet, dass sie ihre Verwaltungspraxis zur Überprüfung der Prospekte, so sie erforderlich sind, überprüft, auch um hiermit die Kosten eines möglichen Börsenganges dann zu optimieren. Wir haben viel gesprochen über den Schutz des Retail-Kunden in diesem Lande. Die Diskussion geht weiter. Wir sprechen auch mit Ihrem Kollegen Herrn Maas über dieses Thema. Und ich bin erfreut darüber, dass es, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis gibt darüber, dass es nicht darum geht, den Bürger zu entmündigen. Denn es würde dazu führen, dass die Banken auch keine interessanten Angebote mehr machen. Das kann es wirklich nicht sein. Insofern geht es hier darum, die Transparenz zu schaffen, wer für was verantwortlich ist und das auch so auszugestalten, dass jeder darum weiß. Insofern die Regulierung der Aktienberaten ist ein wichtiges Thema, damit es sowohl für den Retail-Investor, aber auch für die anbietenden Banken interessant bleiben wird. Es gibt genügend Spielraum hier, auch dadurch, dass dieses ganze Thema jetzt auf europäischer Ebene intensiver betrachtet wird mit dem Blick auf die Kapitalmarktunion, wie wir alle wünschen, als ein Supplement für die bereits bestehende Bankenunion. Beides zusammengenommen würde dann einen effektiven Finanzmarkt bei uns geben. Was die Banken angeht, würde ich sagen, dass wir uns um die Startups mehr bemühen, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall gewesen ist.
meinem Hause tun wir das seit über 8 Jahren in Berlin. Seit 3 Jahren haben wir hier ein Spezialistenteam, 15 Mitarbeiter, die speziell sich für die Startups ausrichten, eine andere Sprache aussprechen als die Kollegen, die die etablierten Unternehmen betreuen. Wir haben aufgrund des guten Zuspruchs uns entschieden, dass wir diese Spezialistenteams jetzt in 6 Zentren in Deutschland aufbauen. Und ich weiß, dass andere Banken sich auch um dieses Thema bemühen und dabei auch eben die Brücke schlagen, von der ich eingangs gesprochen habe, zwischen denjenigen, die bereit sind, sich in diesem Segment mit ihren Kapitalien zu investieren und gleichzeitig mit denjenigen, die dieses Kapital benötigen. Insofern ist die Funktion der Banken in diesem Sektor auf Dauer sehr wesentlich, auch wenn sie nicht dadurch charakterisiert ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt in der Kreditgewährung eine Rolle spielen können.